Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an im Betrieb. Das heißt, wir machen den Stecker hinter weg. Die Buchse. Die Buchse dreht sich. Wenn ich hier einschalte, dreht sich die Buchse vorne mit. Sieht hier, der läuft weg, automatisch. Keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Die Taste. Das ist die Max-Taste. Da haben wir jetzt ein bisschen Dreck. Hier fahren wir den Dreck rüber mit dem Buschle. Dreck. Hier. In die Ecke rein. So, und jetzt kommt ja die geniale Drehfunktion. Das heißt, ich kann das so oder so drehen, kann hier reinfahren. Ich kann hier rein und kann jetzt durch ein Kippen kann ich hier rüber. Also, das ist eigentlich schon eine praktische Sache. Hoppala, was ihr mir jetzt sagt, nicht guckt, müssen wir ein Video gucken. Kommen wir direkt unter den Tisch, ohne dass man die Stühle rausnehmen. Dann haben wir hier diese schöne Schrägfunktion, die ist schon gut. Dann ist das ja selbststehend. Jetzt kann ich hier aufmachen und kann umgefallen. Kann jetzt von hier von Hand noch ein bisschen was aufsaugen, was hier so ein Bekannte. Und schon ist er leer. Das war jetzt natürlich nicht viel. Aber das zeigt auch die Realität. Wenn ich jetzt versuche, wieder einzuschalten, geht es nicht mehr. Also setze ich das an meine Ladestation ran. Und hier hinter ist mein Ladekabel. Und wie gesagt, angeblich ist die Ladekontrolle hier so, das schauen wir gleich mal im Heftle nochmal nach, dass diese Ladebatterie abschaltet, wenn das Ding voll ist. Also da ist so ein kleines geschaltetes Netzwerk drin. Ladekontrolle, wenn voll, dann schaltet er ab und lädt nicht die ganze Zeit auf und wieder zurück und dann bleibt es auch im Ganzen fertig. Der natürlich lädt, kann ich jetzt ja mal versuchen, dieses Ding rauszumachen. Da lädt er immer noch. Da haben wir schon der Rose ihre Haare. Und jetzt haben wir hier diesen ganzen Dreck, den können wir jetzt draußen raustun. Zeigt sich auch gleich, ob das gut ist. So, jetzt kann man das Ding rausmachen. Dann den ganzen Staub hier raus. Hier haben wir jetzt diesen Staub drauf.
Wenn wir den Staub rausnehmen, außer raus. Dann kommt ja dieses Zieh den Beutel-Trick. Und da sieht man halt diese kleine Funktion, wie man den Dreck hier rauskriegt. Das dann wieder einfädeln, hier oben einfädeln, dass das da drin ist. Mit einer Hand geht nicht. Basteln wir das Teil wieder zusammen, das heißt, es kommt hier rein, dann kommt ja hier der Deckel drauf. Vielleicht das erst einhaken, so rum. Der Deckel kommt ja nach unten rein, dann kommt das Teil hier rein, man muss das einrasten, glaube ich, hier so rum einrasten, dann hier einstecken, leicht kippen, da haben wir es im Dorn, reinwärts geht es besser, dann diese Düse hier wieder reinmachen, war das vorher auch so, glaube ich schon, dann kommt das Teil wieder hier rein. Unter das dann drücken und jetzt warten wir, wie lange der noch braucht, bis der geladen ist, weil man sieht ja, der ist jetzt erst bei ein kleines bisschen. Wenn man es genau liest, eine 14,4 Volt Batterie ist drin und das genau lese 30 Minuten im Min Mode, das heißt 30 Minuten, wenn die Taste auf gering steht. 30 Minuten. Wir lassen es euch mal laufen mit voll. Lassen wir laufen, laden und jetzt lassen wir mal gucken nach 30 Minuten. Dann hier nochmal zu unserer kleinen Analyse. Der AEG CX7 30 EB, ich weiß nicht, warum ich manchmal 20 EB gesagt habe. 30 EB, der ist, das ist natürlich ein Auslaufmodell, deswegen ist er günstiger jetzt natürlich immer für reduziert. Und man sieht hier, beim Kaufland kosten 99 Euro, hier überall bei Idealo liegt es bei 120 bis 170 Euro. Natürlich ist das ein Auslaufmodell. Trotzdem ist das sehr günstig und er funktioniert ja ganz gut, hat er den Lithium-Akku drin und bei dem Lithium-Akku, wenn man nachgelesen habe, da steht drin, dass er abschaltet, dass wenn er geladen ist, abschaltet ist, also mal absolutes Top. Das habe ich jetzt aber in den meisten Anleitungen nicht mehr gesehen. Trotzdem empfehle ich einfach aus Erfahrung den Staubsauger, wenn er vollgeladen ist nach ein, zwei Stunden, dann doch von dieser kleinen Pin abziehe, weil dieser Akku ja sonst nach zwei, drei Jahren kaputt ist, genau dann, wenn nicht die Garantie drin steht. Also immer wieder Pin abziehe, Ladestation abziehe, braucht es doch gar nicht.